Vor allem noch nicht mal in Hannover sind wir. Das ist fast so, als ob wir woanders, dass ich woanders gespielt habe. Strange, ja. Also, Chat, seid ihr... Ach so. Was ist los? Ach so. Also, Chat, seid ihr ready für... Dennis. Zwei... Cheerless Thursday. Für zwei Switcherinos. Maxi vor kurzem wieder zurück auf Controller mit dem Falcon. Und Shimanko ist von Marth auf Fox geswitcht. Und ich weiß nicht, ob die schon mal im Bracket gegeneinander gespielt haben, aber... Wenn nicht, wann dann? Wenn nicht jetzt, wenn nicht jetzt, wann? Genau. Van Damme Street Fighter. Die machen kurz Handwarmer, wie es mir aussieht. Probieren die sich zu treffen? Nein. So viel angenehmer mit 16 zu 9 zu streamen. Wirklich? Ja, weil ich nicht die ganze Zeit hier mit den Bildern da rumarbeite. Ah, okay. Weil das alles über Slippy funktioniert. So funktioniert das Bracket. Dennis. Jonas. Jeden Donnerstag 193? Es ist unfassbar. Wir sind zum 193. Mal. Wir waren öfter in dieser Venue. Wir hatten noch ein paar irreguläre Turniere, aber zum 193. Mal treffen wir uns donnerstags hier, um unser Local zu veranstalten. Das ist eigentlich wirklich völlig wahnsinnig, wie viele Turniere 193 sind. Das wird einem manchmal erst bewusst, wenn so ein Milestone approacht, so wie jetzt die 200. Wir müssen noch was vorbereiten. True. Na, ein paar Ideen haben wir ja schon ausgetauscht, nur gemacht hat noch keiner was. Ja. Maxi mit dem Crowd Cancel Grab, aber kriegt nicht so viel aus der Tech-Chase-Situation. Und Shimanko, ich würde sagen, Shimanko ist schon der Favorite, das zu holen, aber Maxi sollte man mal nicht unterschätzen. Na, außer er macht sowas und überschätzt Falcon an der Stelle vielleicht ein bisschen. Aber gut, da wäre ein Shinespike vielleicht drin gewesen, aber Shimanko respektiert Falcon ein bisschen zu sehr. Oh, das ist der Bär. Oh, Scheinbär, na klar, er didn't switch to Fox for no reason. Will auch den Fancy Stuff machen. Und ja, zwei Stocks vorne für Shimanko hier, gar kein schlechter Start in das Set. Aha. Kommen wir dem Shine Crouch damit unter der Shot of Nair von Falcon durch. Das ist, Falcons beschweren sich hier und da gerne mal über dieses Matchup, aber es ist so omnipräsent, dass, was willst du machen? Du musst es lernen. Und dann musst du halt auch lernen, dass du nicht immer mit Aerials wild approachen kannst, und gegen andere Charaktere contesten, weil Fox und Falco beide sehr, sehr tief gehen können, wenn sie scheinen, aus dem Rennen. Okay, der erste Stock von Shimanko geht hier flöten mit einer Recovery, die ich durchaus in einem Ledge Snap hätte enden sehen können. Schöne SDI von Maxi hier into Grab und kriegt den Tech Chase, aber Get Up Spot Dot Shine sogar. Garantiert Shimanko, dass er nicht zu viel Damage frisst hier. 30 ist nicht ganz, was du von deinen Tech Chases willst. Die Nair schlägt den Storm. Oh, Double Shine und jetzt hat er keinen Sprung mehr und das ist es. Das erste Game geht sehr deutlich an Shimanko, aber wir hatten auch ein 0% SD seitens Maxi ganz am Anfang. Also hier ist die Maus und jetzt steht es 1-0 für Shimanko. Die Custom Textures. Oh, haben wir Custom Textures? Achso, die Berlin-Sachen. Okay, und wir gehen auf Battlefield. Weiß nicht, ob ich nicht vielleicht Stadium für eine bessere Wahl halte. Ich glaube, Falcons gehen gern Stadium in diesem Matchup. Dann wiederum wüsste ich jetzt auch nicht genau. Ich finde auch, eine Top-Plattform ist jetzt nicht unbedingt beneficial für Falcon in dem Matchup. Und ja, der erste Stock wieder sehr, sehr clean von Shimanko. Es sieht mir aus, als würde er damit davonrennen hier langsam. Die Openings, die Maxi bekommen hat, waren bislang leider Gottes kaum der Rede wert. Aber hier kriegt er den Crouch auf die Get-Up-Attack, auf die No-Tech-Get-Up-Attack von Shima. Oh! Okay, Doppel-Up-Tilt muss Maxi natürlich respektieren. Dash zurück in die Corner und Shimanko genau ready dafür mit einer Nair. Und hält ihn nach wie vor in der Corner. Eine Forward-Air, okay. Er hätte Liver so smart right now sein können, aber
hat die Side B nicht getankt, um Maxis Stock zu beenden, hat sich stattdessen für ein reguläres Edgeguard entschieden, was selbstverständlich auch kein Problem für unseren jungen Helden mit dem Z-Jump ist. Okay, ja. Die Krux gegen Falcon ist oftmals, dass so sehr viele seiner Moves, vor allem Grounded Moves, so Fadeback haben. So einen natürlich eingebauten Fadeback. Stomp Knee, Consti could never. Kennst du eigentlich Velani? Klar kenne ich Velani. Da kommst du Kiez. Oh, nice. Ah ja, stimmt, habe ich gesehen. Ja, Velani ist ein Puff-Spieler aus Norwegen. Richtig, richtig gut auch. Wird halt echt interessant, Kiez Clash. Oh ja, voll. Das ist halt ein riesiges Spiel. Ich habe gegen Velani sehr viel auf Rank gespielt. Das war ein kleiner Rank-Grindo. Auch ein geiles Matchup. Mhm. Ich dachte, du magst es. Ich finde es okay. Also mögen würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einem halt viel Zeit zu breathen. So. Das finde ich immer ganz gut, dass man ein bisschen einfach so viel Neutral-Game spielen kann. Ah, da wird er angezündet und Sakurai entscheidet sich, dass dieser Stock an Shimanko geht. 3 Stocks zu einem, genau wie im ersten Game. Es sieht wirklich rough aus für Lil Fruzy. Da muss er sich schon was einfallen lassen, um hier noch das Ruder rumzureißen. Aber Lil Fruzy, natürlich ein Veteran der deutschen Melee-Community, glaube ich, seit 2014 im Geschäft. Oder 2013 sogar, ich bin gar nicht sicher. Wenn wir Ganon zählen, sein 4. Er hat nämlich als Ganon-Main angefangen. Und diese Bär, immer noch kein Sprung für Shimanko, könnte jetzt der Stock sein. Und ja, Maxi zieht den 2. Stock von Shima. Ja, genau. Lil Fruzy hat angefangen als Ganon-Main, ist dann auf Puff geswitcht. Viele, viele Jahre mit Puff gespielt, sehr erfolgreich geworden über die Zeit. Viele gute SpielerInnen besiegt, hat, glaube ich, sich in einem Power-Ranking den 7. Platz deutschlandweit sichern können damit. Und ist dann auf Fox geswitcht. Kann sein, ja. Ich glaube, 18 kommt hin. Und ist dann auf Fox geswitcht während der Pandemic und hat sich dafür eine Box sogar besorgt. Und war mit Fox dann auch nach ein paar Jahren wieder ungefähr da, wo er mit Puff stand. Ne? Also, und jetzt sagt er sich, weißt du was, so about Top 10, das ist gut genug für mich, es wird Zeit weiterzuziehen und jetzt ist er auf Captain Falcon. Und er spielt die meiner Meinung nach beste Captain Falcon-Farbe. Sehr unterrepräsentiert, der blaue Falcon. Oh, und das ist warum. Ist ja der Grüne wäre vielleicht rangekommen. Ich finde es so interessant, dass es einmal den dunklen Blau und den hellen Blau gibt. So. Ich würde sagen, der eine ist eher lila. Ja. Aber jedenfalls ziemlich ähnlich. Und wie Captain Falcon schon gesagt hat, braucht ein Sieger kein Glück, sondern muss einfach ballsy sein. Muss einfach stylisch sein. Ja. Das ist, glaube ich, so ungefähr ein Falcon-Quote aus dem F-Zero-Spiel. Ich glaube, er sagt, a winner doesn't need luck, doesn't need to be lucky, but bald. So, und Maxi kriegt das Edgeguard nicht, ein bisschen zu spät reagiert, er ist dann so, glaube ich, weird vom Stick geslippt. Aber jetzt geht er raus für die Bear und ja, das ist bis jetzt das most competitive Game, was wir hier gesehen haben, aber es ist auch schon Game 4, Shimanko liegt 2-0 vorne. Gucken wir mal, ob Lil Fruzy sich hier behaupten kann und vielleicht on the board kommen kann. Aber mit diesen Overshoot-Storms probiert er halt Shimanko zu öffnen. Und es scheint ganz gut zu klappen soweit. Ja, Shimanko wartet mit seiner Tech-Rolle oder seiner No-Tech-Rolle hier, um Maxi nicht die Satisfaction of Storm Knee zu geben. Aha. Oh, der F-Tilt, der Down-Angle-Forward-Tilt. Kein Sprung. Oh, er hat den Sprung. Okay, ich bin offenbar nicht gut am Aufpassen gewesen. Aber das ist der Stock. Okay, und wir haben Stock-Ausgleich. Und Maxi hat den lustigen Falcon Walk gemacht. Da gibt es immer so eine kleine lustige Animation, wo seine Faust hinten so ein bisschen sieht aus, als würde sie so Teig aufrühren. Hat er den Recovery verschissen leider und das ist der letzte Stock im Winner Bracket für Maxi, wenn er sich nicht richtig reinhängt jetzt hier. Kriegt auch diesen Tech Chase nicht, hat ein bisschen, also probiert zu readen dann und Shimanko einfach schon wieder probiert den Tech and Place zu readen. Tech and Place musste vielleicht sogar readen, wer weiß. Oh, und das könnte eine Bär sein. Oh, und er grabbt einfach die Ledge. 3-0 für Shimanko und er advanced im Winners Runde 3. So. Tschüss.
Achso. Der Bruder von Marius. Marius. Nein. Commentary ist einfach im Ohr. Ich kann dir auch Headset. Ich kann dir auch Headset geben. Nein, wo ist Leo, Alter, der hätte es gerade zum schon sehr cool. Jetzt darf ich zocken und Cola trinken. Wie cool ist das? Finn. Hier ist halt ein Rival. So, ich bin runter. Nee, du bist. Nee, sorry, falsch. Ich hab dich nur von oben gesehen, ich dachte, du bist Finn. Meine. Du bist. Oh, Jesus. Du bist auf B. Okay, du bist auf B. Aber die haben nicht angefangen. Finn. Fucking stacked.
sehr froh, wenn mein Dix-Marv auf die Games kann. Ich bin der Marv auch, oder? Nur warst du ja schon Marv und dann warst du hier in der Nee, serious. Ich spiele jetzt gerade einfach alles. Ich spiele halt die strikte Rotation. Ich werde heute mit Marv anfangen und dann Game 2 als Game 3. Ein bisschen Spaß bleibt, oder? Ja, auch. Ja, gegen oben soll ich auch alle vier machen. Das ist ja jetzt, das war so, ja, 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 das war so
You have to ask Jonas when he's back. But he's playing Rabbids right now, so that can take a while. Warte, kannst du kurz? Ich kann kurz. Das Match on Stream werden. Was? Ja, schieben wir. Ach, das ist on Stream. Okay, schön. Ein bisschen im Stream kümmern hier. Oh mein Gott, das ist Niki! Oh mein Gott! Mani Fan 72. Respekt. It's Nikki He, They vs. Shima. He. Shoutouts zu Kulanton. Thanks for spamming the word. Und hallo Banane. Oh mein Gott, da hinten der Starby! Naja, also das ist besser. Ich bin damit nicht zu lange in der einzigen Kurve, aber ja. Das ist ja auch wirklich schlecht genug. Ja, krass, ich habe einmal gegen Dorf gewonnen, gegen dich verloren und bin jetzt gesiedelt, hier auch zu verlieren. Stimmt, ja. Ja, aber das ist nicht. Ah, okay. Das ist doch fein. Okay. Wolltest du sagen, noch einen? Irgendwie. Dann gegen. Du bist auch, ey. Boah, genau. Lass einfach eher mal passieren. Okay, ich muss den Verlierer hiervon spielen. Oh, ja. Ich freue mich mal zu Rivals.
ist auch bei, also bei Schalle mit Rot, muss man, da kann man irgendwie so drücken, mit Rot, das ist nicht so. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ah, Film, ich gebe dir das. At least I can say I didn't do it all the time. I've done it plenty of times. Thank you.
Ja,
möchtest, ist mir voll egal. Ja, wir auch. Also für mich aus können wir auch noch was warten, weil ich glaube, wir noch unser Top 8. Ja, wir sind viel, super weit vorne. Also. Da ist immer so eine viele Zeit. Ja. Ich überlege mir auch, Rivals 2 zu holen, wenn er die Vollversion release. Ich habe früher die erste Version gezockt. Ich habe so mal Zelda-Bone und Wrestling gespielt. Ja. Wie der Spacey Man, der ist gut. Maple ist irgendwie so ein bisschen spacey, oder? Maple war das, ist der Froschling, oder? Das ist ein anderes. Dieser Lachs. Doch. Ist Maple nicht ein Waschbär? Irgendwas in die Richtung. Ja. Ich habe Rivals 1 auch nicht gespielt. Ich habe es über Genesis mal geguckt, wenn es bei Genesis am Stream ist. Aber ich habe nie gespielt. Cake Assault. Ja. Ich habe gerade zum ersten Mal gespielt hier. Warum findest du es? Das ist witzig. Ich finde auch so, dass so die Updates mit Grafik nicht dazu ist, das finde ich super gut gemacht, aber es ist schon ein bisschen befriedigend aus. Ja. Aber da hat man auch so einen Tweet gemacht, ich weiß, irgendwie so mit neuen Ledge-Mechaniken, ich finde das immer voll schwierig. Also ich glaube, das ist gut geregelt, aber ich bin einfach zu gewöhnt am Melee Ledge. Ja, Melee Ledge hat auch seine Probleme, aber ich hoffe mal, dass sie das Ganze hinbekommen haben. Ja, sehr gut. Glaube ich nicht. Auch ein bisschen zu lang gestiegen. Ich glaube, der hätte schon auch vierter oder fünfter Seed sein können. Let's go. Bad Base auf die Wüste. Das ist ja gut. Das bleibt ein bisschen Wuff für Schierverkopf. Ach so. Das bleibt ein Squirt für Schierverkopf. Das hängt mal Birdspam. Ah, okay. Let's go. The Birdspam. Thank you guys. Hallo Witzka. Witzko. Und Chewbacca. Ja, ja. Look at this.
playing GameCube. Yes, sir. Hast du noch nicht gegen Gegner gespielt? Nee, noch nicht. Ich dachte uns, wir sind weit vorne, wir können ein bisschen warten. Ja. Wir müssen noch ein bisschen spielen. Der Verlierer müsste jetzt 3 Sets warten. Wobei die beiden beide Sets sind. 3 Sets. Also, ja. Vielleicht die Runde noch und dann? Oder? Wir spielen jetzt einfach gleich. Wir können noch Friendly spielen. Ja, mein Bracket wartet, das Rivals Setup, ich meine, das Rivals of Ether 1 Setup ist besetzt. Jetzt kriegen wir ein richtig leckeres on Stream. Und zwar kriegen wir Niki Geldmann. Und das wird gigasexy. Season, the best player in Germany. Or is Geldmann the best Berliner to ever win 2 Arcadians and also winner of best combo at Jedo 100, by the way, Jedo 200 soon. Just say you might want to keep your eyes peeled for Euro 200. Soweit mein Z dran ist. Shit, they're done. Fuck. Okay, GG. Good luck with the set. Good luck to both players. Thank you.
viel Spaß. Schon. Ich glaube, dass es nur eine Beta ist. Hey, Moment, wenn du nicht mehr da bist, ist jetzt ein Platz frei. Ich hab keinen. 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 Ich hab keinen.
Thank you.
Du musst warten. Jan oder Dennis? Thank you.
Thank you.
Hey Sharp, thanks for the raid. Ich find's geil, dass ich im Sieger noch nicht gespielt habe. Chat. Alright, was ist das für ein Freund? Spam ein bisschen hoch. Ich hab immer noch so einen Stich.
Thank you.
Ja,
Ich glaube, das liegt daran, dass von der dass das Game Audio auch von dem Röhrenfernseher mit aufgenommen wird. Deswegen ist das doppelt, soweit ich weiß.
Oh! Thank you.
today I made myself the stream overlay. I created a GitHub account for a public version of this overlay. Public overlay is not that good written. Oh my god, the most hype! Ey, mach mal vor der Kamera. Achso. Aber die Eisblocks waren sick.